Hallo, willkommen bei Leonos Sweet Creations. Heute machen wir diese Hochzeitstorte, die Blumen fehlen noch, aber was ich zeigen möchte, ist dieser Holzeffekt. Was du am Anfang brauchst, ist eine Skapelle, ein Balltool und ein Scriber-Tool. Überdecke deine Torte mit einer dickeren Schicht Fondant und während es noch frisch ist, male Striche mit dem Scriber-Tool, als sie den Baummasserungen wären. Mit der Skapelle schneide seitlich dünne und ungerade Striche und mit der Spitze von Skapelle mache sie unregelmäßig auf. Es ist dafür wichtig, dass du eine ziemlich dicke Schicht Fondant hast. Mit einem Lebensmittelstift male die oberen Striche. Sie müssen nicht perfekt sein. Jetzt mit brauner Airbrush-Farbe streue Tropfen davon auf Backpapier und tunke die Ränder von einem riesigen Kreis aus Steche. Damit kannst du jetzt einen riesigen braunen Kreis auf die Torte stempeln. Mache das gleiche mit verschiedenen großen von Kreisausstecher. Gib ein bisschen braune Farbe in dem Airbrush und spritze ein bisschen Farbe auf die Kreise. Markiere einen Herz auf der Seite von der Torte mit einem großen Herzausstecher. Mit dem Scriber-Tool vertiefe das Herzlinie. Mache das gleiche mit der Buchstaben, das du schreiben möchtest. Jetzt markiere horizontale Linien mit dem Scriber-Tool und schneide manche mit der Skapelle. Sie sollen alle ein bisschen anders aussehen und daher ist gut, wenn du manche von oben schneidest und manche von unten. Für größere Ebene von Torten, wenn du nicht groß genug aus Stechen hast, kannst du auch eine Schüssel oder Pappteller benutzen, um die Baumringe zu malen. Hier und da mache auch Dellen mit dem Balltool. Mit dem Scriber-Tool mache kleine, mittlere und große horizontale Linien um die Torte herum. Mische jetzt schwarze oder braune Pastafarbe mit weißer Farbe und gib ein bisschen Wodka dazu, um die Farbe flüssiger zu machen. Mit einem dünnen Pinsel bestreiche die Rissen, Dellen und Schnitte, die du gemacht hast. Benutze jetzt einen breiteren Pinsel mit ganz wenig Farbe und bemale die Seiten von der Torte in einer Art, wo manche Stelle dunkle und manche helle Farbe erscheint. Mach keine Sorge, wenn du zu viel Farbe gegeben hast. Du kannst immer einen sauberen Pinsel im Wodka tunken und hin und her der dunkle Stelle bestreichen, bis du mit dem Ton zufrieden bist. Tunke wieder den dünnen Pinsel in die Farbe und zeichne die Buchstaben und dem Herz damit. Zum Schluss streiche manche Stelle mit Beige-Puderfarbe, auch nicht ganz homogen, sondern nur hier und da, um einen realistischen Look zu geben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Like mein Video, abonniert meinen Kanal und schreibt einen Kommentar. Wir sehen uns nächste Woche. Tschüss!